Liebe Mülheimerinnen und Mülheimer, am vergangenen Freitag habe ich meine erste Bilanz der zurückliegenden 100 Tage im Amt des Oberbürgermeisters der Presse vorgestellt. Die Wirtschaftsförderung habe ich, wie versprochen, zur Chefsache gemacht. Und mit einem mehrheitlichen Beschluss des Stadtrates können nun Mülldetektive im Laufe dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Auch der Bescheid über 750.000 Euro für den Bau einer Kunststofflaufbahn für unsere Leichtathleten gehört zu den positiven Nachrichten der ersten 100 Tage in meinem Amt. Ich habe Kontakte zu Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Bürgerinitiativen, zu Sozialverbänden, Gewerkschaften, Kirchen, Schulen und Elternvertretungen aufgenommen. Die Liste ist nicht vollzählig, sie zeigt Ihnen aber, dass es mir wichtig ist, mit möglichst vielen Interessenvertretungen in Kontakt zu kommen und diese Kontakte zu verstetigen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, neben all diesen Aktivitäten war der Beginn meiner Amtszeit jedoch auch und ganz besonders von den Anstrengungen in der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Wir erleben in diesen Tagen und Monaten ganz besonders herausfordernde Zeiten. Die Pandemie führt auch in unserer Stadt zu einer angespannten Situation mit ständig sich verändernden Infektionszahlen. Der Teil-Lockdown über Weihnachten und Silvester hat bisher noch nicht die entscheidende Wende im Kampf gegen das Virus gebracht. Wir müssen leider feststellen, dass die Infektionszahlen noch nicht schnell genug, nicht stabil genug sinken und dass sie unser Gesundheitssystem weiter stark fordern. Hinzu kommen die Sorgen, die sich durch das verändernde Virus mit sich bringt. Die Auswirkungen dieser Mutation können wir bei unseren europäischen Nachbarn in Großbritannien sehen. Es wird daher notwendig sein, dass wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen und unsere Kontakte weiter möglichst einschränken. Liebe Mülheimerinnen und Mülheimer, der Krisenstab unter Leitung unseres Stadtdirektors Dr. Frank Steinfort wird die von Bund und Ländern morgen neu zu beratenden Maßnahmen für Mülheim umsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir den Expertinnen und Experten folgen, die kommenden Monate auch noch meistern. Dabei wird uns der Impfstoff helfen. Wir dürfen allerdings nicht dem Trugschluss verfallen, dass wir mit dem Impfstoff bereits jetzt die Pandemie überstanden hätten. Wir stehen erst am Anfang unserer Pandemiebewältigung. Deshalb bitte ich Sie, Ihre Familien, Ihre Freundinnen und Freunde, Ihre Partnerinnen und Partner nochmals eindringlich darum, halten Sie Abstand und folgen Sie bitte den Empfehlungen und Anweisungen. Nur so können wir gemeinsam die Pandemie bewältigen. Glück auf!